Ja, jede Woche ein neuer Kandidat. Ich befinde mich hier auf der Laufbahn, wo am Freitagvormittag Sebastian Kurz mit Kira Grünberg zur Pressekonferenz gekommen ist. Sie ist die dritte prominente Kandidatin, die dritte prominente Quereinsteigerin für die neue ÖVP von Sebastian Kurz nach dem ehemaligen grünen Politiker Jevgeny Dönmez und Opernball-Lady Maria Großbauer setzt Sebastian Kurz nun auf Kira Grünberg. Kira Grünberg ist ja diese beeindruckende junge Frau, die vom Spitzensport schwer getroffen wurde. Sie hatte einen Trainingsunfall als Stabhochspringerin, hat sich den Halswirbel gebrochen, ist seit der Querschnitt gelähmt, aber hat sich zurück ins Leben gekämpft, hat ein beeindruckendes Buch geschrieben, hält Seminare und gibt mit ihrem Schicksal und mit ihrer Art, mit dem Schicksal umzugehen, Menschen mit Behinderung sehr viel Kraft und sehr viel Hoffnung. Und diese Kraft und diese Hoffnung, die will sie jetzt einbringen für Sebastian Kurz, für die neue ÖVP. Ich konnte mit ihr sprechen, sie hat mir gesagt, sie ist beeindruckt von der Art, wie Sebastian Kurz an die Politik herangeht und es imponiert er auch, dass ein junger Mensch für den Kanzler kandidieren kann und das hat sie bewogen, in die Politik zu gehen. Sie hat lange mit sich gerungen, hat sie mir erzählt, natürlich auch, weil es ein hartes Leben ist als Politiker und sie für sich überlegt hat, ob sie sich diese zusätzliche Bürde auch noch aufhalsen möchte. Aber sie hat sich dann entschieden, sie wird auf einem sicheren Listenplatz für die ÖVP kandidieren. Sie wird auch regionale Kandidatin werden für Tirol. Und Sebastian Kurz ist mit Kira Grünberg sicher ein guter Fang, unter Anführungszeichen, gelungen, denn Kira Grünberg ist jung, sie ist attraktiv, sie ist stark und sie kann also Bereiche abdecken, die die ÖVP in der Vergangenheit nicht so abgedeckt hat. Und daher kann man davon ausgehen, dass Kira Grünberg für Sebastian Kurz ein wichtiges Asset im Wahlkampf sein wird.